Liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zum Neujahrsauftakt der Europäischen Linkspartei. Das Jahr 2015 stellt große Herausforderungen an uns. In Europa wütet das Kürzungsdiktat. Rechtspopulismus, Militarismus befinden sich im Aufwind, die Gewalt nimmt zu. Und nicht nur in Paris ist man geschockt aufgrund der schrecklichen Terroranschläge. Und in Deutschland nimmt das Großmachtsdenken wieder zu, die Schere zwischen Arm und Reich klafft auseinander. Und in Dresden versammeln sich Woche für Woche Tausende, um gegen Flüchtlinge zu demonstrieren. Diese Demonstrationen sind Ausdruck von tief sitzendem Rassismus und Ausdruck eines Kulturkampfes von rechts. Die Überzeugung, dass alle gleich sind und das ganz unabhängig von Herkunft und unabhängig von Geschlecht, diese Überzeugung wird von Pegida, AfD und Co. der Kampf angesagt. Pegida kommt ja daher mit dem Gestus, das muss man ja mal sagen können. Als ob so viel Mut dazu gehört, rassistische Vorurteile zu vertreiben. Ich sage, der Hass, den Pegida sät, dieser Hass trifft Flüchtlinge, also Menschen, die fast alles verloren haben. Und deswegen ist, wer nach unten tritt wie Pegida, nicht mutig, sondern feige und rassistisch. Und dazu sagen wir immer wieder Nein. Zum Glück gibt es viele in diesem Land und darunter viele Mitglieder unserer Partei, die bereits ganz konkret aktiv geworden sind im Sinne einer gelebten Willkommenskultur für Flüchtlinge. Flüchtlinge werden am ersten Tag ihrer Ankunft begrüßt oder man trägt Begegnung an, sei es beim gemeinsamen Fußballspiel oder bei Sprachkursen. Flüchtlinge werden beim Gang aufs Amt begleitet. Und mit diesen Initiativen konkreter Flüchtlingshilfe leisten wir ganz konkrete Hilfe, aber wir setzen eben auch immer wieder ein Zeichen und dieses Zeichen heißt klar und deutlich Nein zu Rassismus. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich Dank sagen all denjenigen Genossinnen und Genossen, die schon aktiv geworden sind für gelebte Willkommenskultur. Aber auch jenen, die sich immer wieder, auch Woche für Woche, Nazi-Demonstrationen in den Weg stellen. Lieber Bodo, lieber Tim, wir wissen, die sächsische Justiz möchte euch dafür kriminalisieren. Wir sind stolz auf euer, ja auf unser gemeinsames Engagement. Wir stehen an eurer Seite. Bei der Debatte um Pegida taucht jetzt immer wieder eine Frage auf, nämlich gibt es da nicht ernstzunehmende Sorgen? Nun, es gibt ernstzunehmende Sorgen. Soziale Unsicherheit nimmt zu, immer mehr Menschen sind von Altersarmut betroffen und die Existenzangst nimmt zu. Wenn aber Existenzangst zunimmt, dann verschärft sich das gesellschaftliche Klima und das heißt, es wird eben nicht nach oben getreten, sondern nach unten. Um dem etwas entgegenzusetzen, wollen wir als Linke in diesem Jahr unserer Kampagne Das muss drin sein, gegen Prekarisierung der Lebens- und Arbeitswelten starten. Denn es braucht eine ganz andere Bewegung. Nicht die herbeifantasierte Islamisierung des Abendlandes ist das Problem. Was es braucht, ist eine Bewegung gegen die Prekarisierung, aber ganz bestimmt nicht gegen die Islamisierung des Abendlandes. Dem Treten nach unten wollen wir etwas entgegensetzen und auch deswegen werden wir bei unserem Kampf gegen Hartz IV nicht leiser. Ich meine, zu einem würdevollen Leben gehört das Recht, sich seine eigene Tätigkeit, die eigene Arbeit selber auszusuchen, ohne in fragwürdige Jobs gedrängt zu werden. Applaus
Zu einem würdevollen Leben gehört auch, dass jeder, wirklich jeder, aufrechten Ganges an dieser Gesellschaft teilhaben kann, ohne sich aus Geldnot oder Scham in den eigenen vier Wänden, so er denn noch welche hat, verkriechen zu müssen. Und deswegen lautet unsere Bilanz nach 10 Jahren Hartz IV: Hartz IV wird abgeschafft. Unter 1050 Euro im Monat droht Armut. Hartz IV muss ersetzt werden durch gute Arbeit und durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Und das, liebe Freunde, das ist der Unterschied zwischen Hartz IV und der neuen sozialen Idee, für die wir stehen. Da die soziale Kälte, hier der Einsatz für soziale Rechte. Dort die Vorstellung, dass der Einzelne gebückt und dankbar jedes Angebot annehmen muss. Hier der Einsatz für eine Gesellschaft des aufrechten Ganges. Dort Armut und Ausgrenzung per Gesetz. Und hier bei uns der Kampf für eine Gesellschaft frei von Armut und frei und Existenzangst. Das ist der Unterschied. Wir wissen, dass man Existenzangst nicht einfach abwählen kann. Aber überall, wo die Linke antritt, kann man ein Zeichen setzen gegen Existenzangst. Und das gilt auch für die anstehenden Wahlen am 15. Februar in Hamburg und am 10. Mai in Bremen. Liebe Genossen und Genossen, lasst uns unsere Landesverbände dort unterstützen. Sie haben Großartiges geleistet. Und ein gutes Wahlergebnis in Hamburg und Bremen, das ist auch ein klares Zeichen gegen soziale Kälte und eine konkrete Unterstützung für unseren Kampf gegen Armut und Ausgrenzung. Und dieser Kampf ist notwendig, mehr denn je. Nun gibt es neben den wichtigen Wahlkämpfen eine weitere zentrale Aufgabe für eine Linke, ja eine sozialistische Partei. Streiten um eine andere Gesellschaft. Und darüber wollen wir mit euch in der Linken Woche der Zukunft vom 23. bis 26. April in Berlin diskutieren. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Bei dieser Woche soll es zum einen um die schonungslose Analyse des Bestehenden und zum anderen um das Ringen um eine andere Zukunft gehen. Eine Zukunft, die über die bestehenden Produktion, ja über die bestehenden Reproduktionsverhältnisse hinausdenkt. Und ich meine, eine Gesellschaft frei von Kapitalismus, aber auch frei von Patriarchat. Das ist der Kompass, an dem wir uns orientieren sollten in unserem alltäglichen Kampf. Ich habe es anfangs angedeutet, wir leben in Zeiten der zunehmenden Unsicherheit. Und das stellt besondere Herausforderungen, besondere Anforderungen an unser Handeln. Ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen setzen ihre Hoffnung auf uns. Erwerbslose, Prekäre, Soloselbstständige, Beschäftigte. Und um dem gerecht zu werden, sollten wir uns an einem gemeinsamen Leitbild orientieren, dem Leitbild einer verbindenden Partei. Das heißt, immer wieder die gemeinsamen Interessen in den Mittelpunkt zu stellen. Gerade wenn sich das gesellschaftliche Klima verschärft, ist es umso wichtiger, dass unsere Partei ein Ort der Vernunft, ein Ort des klugen Handels ist. Und das stellt auch Anforderungen an jeden Einzelnen. Das heißt nämlich, dass wir es uns nicht leisten können, reflexartig getrieben, womöglich von den eigenen Antipathien aufeinander zu reagieren. Das heißt, dass wir spätestens ab jetzt jeden Facebook-Eintrag, jedes Pressestatement von seinen Folgen her denken. Und das heißt, dass jede und jeder von uns die Pflicht hat, immer wieder das Verbindende in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist die Pflicht von jedem und ganz besonders die Pflicht von Abgeordneten und Funktionären in dieser Partei. Wir sind ja schon ganz gut darin, was interne Kampagnen anbelangt. Ab 2015 sollte die Mobilisierungsfähigkeit in der Gesellschaft im Mittelpunkt stehen. Denn die Gesellschaft mit ihren Widersprüchen, das ist das wirkliche Kampffeld für Linke, für Sozialistinnen und Sozialisten. Ja, in Zeiten der Umbrüche haben leider auch die Falken, also die Kräfte der Militarisierung, Aufwind. Das beginnt bei einem Bundespräsidenten, der auftritt wie ein NATO-Sekretär, Generalsekretär. Das zeigt sich außerdem im Ukraine-Konflikt.
Die Situation ist inzwischen so zugespitzt, dass Stimmen der Vernunft denunziert und sofort der Gegenseite zugerechnet. Das erinnert doch erschreckend an die Zeiten des Kalten Krieges. Und angesichts der vielfältigen Kriegsszenarien in diesen Zeiten kann ich nur empfehlen, noch einmal die brillante Analyse von Rosa Luxemburg über die Kriegspropaganda nachzulesen. Dieser Text trägt übrigens den bezeichnenden Titel »Die Krise der Sozialdemokratie«. In diesem Text heißt es, die Legende gehört so gut zum Krieg führen wie Pulver und Blei. Das Spiel ist alt. Ja, auch heute rufen die Falken, also die Kräfte der Militarisierung, nur selten offen nach Krieg. Die Legenden wechseln, aber das Spiel ist alt. Und unsere Aufgabe ist es, in diesen Zeiten alles zu unterlassen, aber wirklich alles zu unterlassen, was die Falken stärkt und immer wieder herauszuarbeiten, was schon Willy Brandt wusste, Krieg ist nicht die Ultima Ratio der Politik, Krieg ist immer die Ultima Irratio der Politik und dazu sagen wir immer und beständig Nein. Zu den großen Herausforderungen der kommenden Jahre gehört der Kampf um ein anderes Europa. In vielen Ländern Europas existiert die Sozialdemokratie nur noch schwach. Oder sie ist wie in Deutschland leider inzwischen Teil einer Koalition für das Kürzungsdiktat. Bei den Kämpfen für ein anderes Europa kann sich die Bevölkerung also nicht auf die Sozialdemokratie allein verlassen. Wir brauchen eine neue Kraft der Veränderung. In Griechenland wird diese neue Kraft der Veränderung verkörpert durch Syriza mit Alexis Tsipras an der Spitze und wir drücken unseren griechischen Genossinnen und Genossen heftig die Daumen. Allein die Möglichkeit, dass die Griechinnen nun in einer demokratischen Wahl, man höre, eine Partei wählen, die Angela Merkel politisch nicht passt, führt dazu, dass sie mit Rauswurf aus dem Euro droht. Wie entlarvend für das Demokratieverständnis von Angela Merkel. Ich meine, zu einer verantwortungsbewussten Amtsführung einer deutschen Bundeskanzlerin gehört, dass sie sich eben nicht erpresserisch einmischt in demokratische Wahlen in anderen Ländern. Das gehört sich einfach nicht, denn Europa ist nicht das Privateigentum von Angela Merkel und Co. Auch Angela Merkel sollte wissen, zur Demokratie gehört die Veränderung. Und dieses Europa, ja diese Welt, rufen nach einer neuen Kraft der Veränderung. Lasst uns als Europäische Linke uns diese Aufgabe stellen, seien wir die neue Kraft der Veränderung, stellen wir uns dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein geknechtetes, entrechtetes, kurz ein erniedrigtes Wesen ist. Avanti, Genossinnen und Genossen! Liebe Genossen und Genossen, noch einmal herzlich willkommen beim Neujahrsempfang. Ich möchte an dieser Stelle, ich sprach bereits am Anfang davon, in Paris hat es schreckliche Terroranschläge gegeben. Es gibt an diesem Wochenende Gedenkveranstaltungen, deswegen kann Pierre Laurent, unser Vorsitzender, heute nicht wie ursprünglich geplant bei uns sein, sondern er muss in Paris Gesicht zeigen. Und auch an uns, an dieser Veranstaltung, geht dieses Ereignis nicht spurlos vorbei. Herzlichen Dank, Katja. Herzlichen Dank. Bleib ruhig hier, Katja. Bleib einen Moment noch hier.